Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Conny Canarias und Land und Leute. Ja, heute gibt es mal den Blick von oben auf das Trio Playa del Inglés, Maspalomas und San Agustin. Mal was ganz anderes aus der Vogelperspektive. Und später erzähle ich euch ein bisschen, wie lange ich denn schon hier auf der Insel bin. Ja, ob man jetzt ins Hinterland zu einem Ausflug fährt oder faul am Strand liegt, hier bekommt jeder was geboten. Wir haben hier die sprichwörtliche Sonnengarantie. Es ist kaum zu glauben, dass diese Orte vor nicht langer Zeit noch nicht existierten. Erst 1962 begann die Bautätigkeit im Süden. Die erste Ferienanlage entstand in San Agustin. 5 Jahre später folgten die ersten Spatenstiche für Playa del Inglés und Maspalomas komplettierte das Trio wenig später. Die Folgejahre waren wie ein Goldrausch. Doch schon Anfang der 90er kam es zu einem Einbruch. Man hatte auf automatische Expansion gesetzt. Doch als Preise und Service nicht mehr stimmten und das geänderte Umweltbewusstsein der Urlauber ignoriert wurde, blieb der Gästestrom erstmal aus. Der Abwärtsstrom wurde durch den pfleglicheren Umgang mit der Natur, vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität gestoppt. Alle drei Orte haben keinen Stadtkern. Sie sind alle auf Urlauber eingestellt. San Agustin ist der Klassiker für ein ruhesuchendes und älteres Publikum. Playa del Inglés, das Eldorado der Pauschaltouristen. Fröhlich, bunt und abwechslungsreich. In Maspalomas orientiert man sich an gehobenen Ansprüchen. Viel Grün, weitläufige Bebauung wie der edle Golfplatz. Von zahlungskräftigeren Urlaubern. Playa del Inglés hat 5-mal so viele Urlauber wie San Agustin. Die rege Bautätigkeit in den 60er Jahren hat mit den massiven Betonscharmen dem Strand der Engländer den Namen aufgedrückt. Tagsüber sieht man die Touristenscharen am Strand und abends sind sie unterwegs in Einkaufszentren, Restaurants und Bars. Ich selbst bin seit 1985 hier auf der Insel. Alle Straßen waren gut gefüllt. Es war überall Leben. Alle Bars, Cafés, Restaurants und Discos waren gut besucht. Discos gab es früher an jeder Ecke eine. Es ging immer in den Keller runter. So wurden die Anwohner nicht durch die laute Musik gestört. Dort lief es dann bis 6 Uhr morgens. Ja, die bekanntesten waren wohl das Chick, Joy, La Bamba, Queen, Bonnie M. unter anderem. Und dann gab es die unzähligen Music Pubs mit Terrassen. Man konnte also drinnen sitzen oder auch draußen im Freien. Und dort ging es dann auch teilweise bis 4 Uhr morgens. Ja, doch das ist mittlerweile alles vergessen. Discos gibt es keine mehr. Das ganze Publikum ist ruhiger geworden, aber deswegen ist es hier trotzdem unsere Lieblingsinsel. Wir sagen hier, das ist einer der 8 Fliegenschisse auf der Weltkarte, weil wir sind nur eine ganz kleine Insel mitten im Atlantik. Aber Gran Canaria ist immer eine Reise wert und solltet ihr es noch nicht kennen, dann wird es Zeit. So, dann bedanke ich mich und wir hören uns ganz einfach morgen wieder. Hasta mañana.